So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hab mir ein neues Auto gekauft. Da fahrt ihr jetzt gerade mit. Das ist ein 5er BMW der Serie F11. Ein Touring 530D mit Allrad. Was mir bei dem Auto jetzt auf jeden Fall aufgefallen ist, die Werksangabe von BMW direkt soll das Auto einen Durchschnittsverbrauch von 5,7 Liter haben. Ich glaube, das ist überhaupt gar nicht zum Erreichen mit dem Auto. Ich habe jetzt hier einen Durchschnittsverbrauch laut Bordcomputer von 12,3 Liter. Das wäre über das Doppelte. Gut, ich fahre aktuell eigentlich auch nur kurze Strecke, bin jetzt gerade in Ulm gewesen, an der Zulassungsstelle, das Auto angemeldet. Irgendwie aber, ja, merkwürdig, wie kann man Verbrauch so abweichend angeben? Wenn jetzt ich langsam fahre, dann geht der Bordcomputer von der vom Spritverbrauch nach oben bis 27, 28 Liter. Und sobald die Gas gibt und auch richtig beschleunigt, oder, dann geht er auf einmal runter. So Richtung 11, sonst was. Also ich habe es jetzt immer wieder mal abgenullt, den Bordcomputer, dass er das dann neu berechnet, weil er wissen will, aktuell Fahrstil, was brauche ich. Weil ich habe da jetzt keine Anzeige mehr, wo ich wie beim alten BMW, wo ich dann sehe, jetzt fahre ich ungefähr mit 15 Liter oder mit 10 Liter. Die gibt es nicht mehr, da ist jetzt irgendwie so Öko-Anzeige drin, wo mir zeigt, wie die Batterie aufgeladen wird. Oder. Ja, keine Ahnung, muss ja auch erst im Handbuch lesen, was das jetzt eigentlich ist. Aber jetzt gebe ich zum Beispiel Gas, geht der Spritverbrauch runter. 12,2 auf 11,9. Noch mehr Gas, wieder noch weiter runter, 11,8, 11,7, 11,6. Das lässt mich ausrollen. Dann geht er wieder hoch, 11,8, 11,8, 9, 12. Also das ist etwas Verständigkeit. Sobald das Auto rollt und ich kein Gas gebe, nimmt er die Spritzufuhr eigentlich komplett weg, verbraucht eigentlich null. Und der Bordcomputer geht mit dem Spritverbrauch nach oben. Also wenn da einer was weiß zu dem Thema, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Ich werde es mit Sicherheit dann in ein paar Wochen auch wissen. Wenn ich dann einfach Erfahrungswerte sammeln konnte. Ich habe auch hier das Sportgetriebe, da kann ich jetzt auf EcoDrive gehen. Eigentlich auch eine ganz tolle Sache. Ich fahre dann im Prinzip immer nur im Standgas. Also ich habe dann hier zwei zum Beispiel mit 1200 Umdrehungen. Also ich bin immer so zwischen 1000 und 1500 Umdrehungen. Also theoretisch fahre ich immer im Standgas rum. Und selbst wenn ich so fahre, geht die Verbrauchsanzeige nach oben, wenn ich langsam fahre. Jetzt bin ich heute bei 12,3. Also das ist etwas, das verstehe ich jetzt nicht. So rein gefühlt müsste jetzt eigentlich sehr sparsam fahren, weil ich ja wirklich nur in sehr niedrige Drehzahlen fahre. Das Auto ist ein 6-Zylinder mit 3 Liter Hubraum, also der hat schon ordentliches Drehmoment. Der braucht keine hohe Drehzahl zum Leistung zu haben. Ich glaube, bei 1700 Umdrehungen hat der das maximale Drehmoment erreicht. So in dem Bereich fahre ich auch mit dem EcoDrive. Geht es bergauf, jetzt dreht er nochmal etwas höher und selbst da bleibt er unter 1500 Umdrehungen. Jetzt schält er runter. Ja, aber ich werde das mal ausrechnen,
Ich habe jetzt voll getankt gestern. Reichweite soll jetzt nur ca. 800 Kilometer sein. Bin mal gespannt, was ich dann beim nächsten Mal voll tanke, für einen Durchschnittsverbrauch rechnen werde. Aber wenn das Auto tatsächlich um die 12 Liter brauchen sollte, dann muss das Auto wieder weg. Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich das Auto so mit 7,5 bis 8 Liter fahren kann. Das wäre okay. Für den Fahrkomfort, was mir das Auto bietet, mit meinem Polo 1,4 TDI brauche ich auch, ja, 5,3 bis 5,8 Liter. Bin immer so in dem Dreh. Der ist angegeben mit einem Durchschnittsverbrauch von 3,5 Liter, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig weiß. Ja, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall sind wir mal in meinem neuen Auto als Mitfahrer. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Auto von außen. Es ist jetzt dreckig, ich habe es jetzt nicht geputzt. Habe das vorgestern von Berlin hoch runtergebracht. War noch nicht in der Waschstraße, also er sieht richtig schmutzig aus, aber das dürftet weiterhin stören. Dann schaut euch mal das Auto von außen an. So, so sieht der BMW aus. Also ganz cool ist auf jeden Fall das Lichtspiel. Das Auto ist einheitlich grau. Aber je nachdem, wie die Sonne einfällt, gibt es dann dunkle Graustelle und helle Graustelle. Von hinten gefällt mir vor allem. Okay, das war's. Ciao.